Kapitel 13. Meine wahre Bestimmung. Wie eine Explosion breitete sich die Kraft des Zahnrades der Welten aus, die in meinem Doppelgänger gefangen gewesen war. Sie breitete sich durch den ganzen Raum aus, und ich musste mich gegen ihre Wucht stemmen, um nicht davongerissen zu werden. Meine Freunde wirkten von dieser Welle jedoch noch stärker beeinflusst. Erst nach kurzer Zeit verschwand all der lila Nebel wieder und floss zurück in das Zahnrad, welches noch immer von einer dunklen Barriere umgeben wurde. Du hast gewonnen, Günther. Ich war etwas verwundert. Was? Standest du nicht gerade noch gegen mich, Bulbi? Stimmt, warte, ich... Unsere Erinnerungen. Eure Erinnerungen? Meinst du etwa, sie sind zurück? Ja, das sind sie. Der Kampf gegen die dunkle Materie, die Zerstörung der Welt, der Krieg in der Menschenwelt. Es ist alles wieder da, als wäre es nie fort gewesen. Ja, es ist komisch. Ich erinnere mich daran, den dunklen Gott auf dem Turm der Götter bekämpft zu haben und auf einmal alles verzerrt. Irgendwie, ich verstehe es auch nicht. Es ist simpel. Mit der Welt wurden auch eure Erinnerungen verzerrt. Und euch wurden falsche Erinnerungen gegeben. Auch wenn ich sagen muss, könnt ihr mir bitte sagen, was auf eurer letzten Reise mit Evie passiert ist? Ihre Geschichte klang für mich zwar ausgedacht, aber wozu, wenn sie nicht einmal hier ist? Shinnok war der Erste, der antwortete. Sie hat uns eine Heidenarbeit gemacht. Nachdem sie sich mit Groudon vertragen hat, haben wir den Rest der Reise gebraucht, um sie mit gemeinsamen Kräften mit Spark zu verkuppeln. Weil die beiden so eindeutig ineinander verguckt hatten, dass es jeder gesehen hat. Außer ihnen natürlich. Also tatsächlich. Irgendwie wirkt es etwas ungewöhnlich für sie, aber es sind trotzdem gute Nachrichten. Sobald wir das hier erledigt haben, sollten wir sie suchen gehen, meint ihr nicht? Alle von uns schienen sich einig zu sein. Es war ein schönes Gefühl in diesem Moment. Wir waren endlich wieder ein Team. Und Seong müssen wir auch suchen. Er ist auch nicht hier, genauso wie vielleicht Olaf. Der könnte aber vielleicht auch wieder in seiner Welt sein. Olaf? Meint ihr meinen Bruder? Er war hier? Ich glaube, ihr habt mir einiges zu erklären, wenn dieser Ort wieder normal ist. In diesem Moment fiel mir ein Pokémon ein, welches seine wiederkehrenden Erinnerungen vielleicht nicht ganz so gut vertragen würde. Floink, wie geht es dir? Ich fühle mich dreckig, aber es ist aushaltbar. Das, was mir im Kopf herumgeistert, wünsche ich keinem. Außerdem diese Kraft. Er bewegte sich langsam auf die Barriere zu, welche das Zahnrad umgab. Erst war ich sehr verwirrt, doch ich erkannte schnell, was geschah. Im Boden der Kuppel war eine Vertiefung, aus welcher die Barriere entsprang. Und sie entsprang aus einer bekannten Quelle. Floink, stopp! Ich versuchte noch, ihn zu stoppen. Doch eine Kraft hielt mich ab. Eine düstere Stimme hallte durch die Luft. Nein, du kannst es nicht stoppen. Er wird wieder der Host meiner Macht werden. So wie er es einst schon war und so wie es sein muss. Die Stimme entsprang aus derselben Quelle wie die Barriere. Aus dem Amulett der dunklen Macht. Das Amulett, welches im Boden eingelassen war und Floink in seinen zerstörerischen Bann gezogen hatte. Und kaum hatte er sich angenähert, floss all die finstere Kraft wieder auf unseren Freund über. Es ist wunderbar, zurück zu sein, nachdem unsere letzte Begegnung doch so unschön war. Eingehüllt in Dunkelheit verwandelte Floinks Körper sich in seine dunkelste Form. Der dunkle Magier war wieder erweckt worden. Doch gerade die letzten Dinge, die Floink gesagt hatte, zeigten, es war nur das Amulett, das uns entgegenstand. Was machst du hier? Hat Shinnok dich damals in der Menschenwelt nicht zerstört? Das war vielleicht, was ihr euch eingebildet habt. Aber ihr Narren denkt wirklich, dass ich vergänglich sei. Ich... Bringt mich nicht zum Lachen. Meine Niederlage war eigenverschuldet, doch mein Tod ist unmöglich. Lüg uns nicht an, Amulett. Wir kennen die Prophezeiung. Ein Spross der Dunkelheit kann dich vernichten. Ich kann dich vernichten. Ich habe schon zweimal gegen deine dunklen Mächte gewonnen. Shinnok wechselte wieder zurück in seine Form als Träger Blutklinges. Ohne Vorwarnung griff er den dunklen Magier an. Sicher darin, dass er diesen Kampf gewinnen könnte.
Doch. Die dunkelste aller Kräfte blockte selbst das legendäre Schwert einfach ab. Der Blick in seinen blutroten Augen verriet, was seine Gedanken waren. Du glaubst also, ein Schwert geschaffen aus dem Blut der Sündiger des Void habe die Macht, mich zu verletzen? Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin geschaffen aus dem Blut, aus den Schatten. Ich und Blutklinge sind nahezu eins. Wir sind beide geschaffen aus demselben Stoff. Und selbst das gleiche Ziel verfolgen wir. Wir wollen Blut vergießen, bis die Finsternis als einziges bleibt. Blutklinge wird dein eigenes Verderben werden. Doch in diesem Kampf wird es dir kein bisschen weiterhelfen, ne? Shinnok schien nicht zu verstehen, wieso sein Angriff wirkungslos war. Ich habe dich schon zweimal besiegt. Wieso kann ich dich jetzt nicht verletzen? Willst du wirklich die Wahrheit wissen, kleiner Freund? Du hattest nie die Kraft, die du geglaubt hattest zu haben. Der Sieg über den dunklen Rächer in der einst zerstörten Welt. Jeder hätte ihn bezwingen können. Er war nicht unverwundbar. Aber ich selber musste dies erst realisieren. Tat dies jedoch wirklich zu spät. Nur deshalb konntest du mich in der Menschenwelt niederschrecken. Weil ich Angst spürte. Ich, der finsterste Herrscher, spürte Angst gegenüber eines normalen Sterblichen. Jeder einzelne deiner Angriffe wäre wirkungslos gewesen. Ich hätte sie alle ohne Mühe stoppen können. Doch ich tat es nicht. Denn ich fürchtete dich zu sehr. Doch ich habe gelernt. Und ich sehe nun, dass die Prophezeiung, der ihr geglaubt habt, eine Lüge ist. Ich kann jeden Angriff kopieren, in Sekundenbruchteilen. Wenn ich nicht aus der Furcht agiere, dann ist es euch allen unmöglich, mich zu verwunden. Während alle von uns sich entschieden, sich in den Kampf einzumischen, in der Hoffnung, den Magier irgendwie schlagen zu können, wirkte Shinnok fassungslos. Er war wieder zurückgekehrt in seine alte Form. Ich bin nicht der Auserwählte. Ich bin nicht dazu bestimmt, den dunklen Magier zu bezwingen, aber die Prophezeiung. Ich bin doch der Spross der Dunkelheit. Wenn ich ihn nicht verwunden kann, dann... Er wurde durch den ersten Schlag des dunklen Magiers unterbrochen. Dieser Feind war äußerlich zwar derselbe, der die dunkle Armee in der Menschenwelt angeführt hatte. Doch sein Kampfstil und Verhalten waren nicht wiederzuerkennen. Das Blut, welches seine Augen bildete, schien beinahe zu kochen. Die Siegessicherheit des Wesens war zu spüren. Und konnte man es ihm verübeln? Was genau konnten wir gegen ihn ausrichten? Wenn selbst Shinnok ihn nicht verwunden konnte, kein Pokémon-Angriff, vielleicht meine Hassgeschosse? Einen Versuch tat ich, in der Hoffnung, ihm so auf der Spur zu sein, doch selbst diese kopierte er ohne Probleme und wehrte das Geschoss durch sein eigenes ab. Denkst du, dass die Macht der Emotionen mich stürzen kann? Emotionen können einen nicht verletzen, wenn man keine Gefühle hat, wenn man keine Emotion verspürt. Ich habe kein Gewissen, keine Moral, keine Gefühle. Die Determination ist genauso machtlos wie alles, was ihr versuchen könnt. Kein Angriff dieser Welt kann mich verwunden, ne? Was das Wesen sagte, schien wahr zu sein. Jeder Versuch war vergeblich und die Angriffswellen des Gegners wurden mächtiger und mächtiger. Es schien einfach keinen Ausweg zu geben. Keine Attacke dieser Welt konnte etwas anrichten. Nicht von mir, nicht von Shinnok, nicht von irgendjemandem. Der Kampf war ungewinnbar. Schon nach Minuten hatte der dunkle Magier die völlige Kontrolle über das Geschehen. Viele von uns waren bereits stark verwundet. Gerade Shinnok. Dass diese Bestie sich gerade eine Freude aus seinen Schmerzen machten würde, war vorhersehbar gewesen. Sag es mir, Shinnok, wo ist deine Prophezeiung nun? Wo ist deine tolle Macht? Die Kraft, Dinge zu bewirken? Ein falscher Glaube, wo ist das alles? Sag es mir. Glaubst du immer noch, du könntest mich vernichten? Komm. Sag es mir! Shinnok schien keine Worte zu finden für das, was er ausdrücken wollte. Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendetwas ausrichten kann. Ich sehe, dass all mein Glauben nichts als Lügen waren.
Ich bin nie besonders gewesen. Ich dachte, ich wäre erschaffen worden, um dich zu bezwingen. Und jetzt sehe ich, dass ich das nicht kann. Also sag du mir, weshalb wurde ich überhaupt erschaffen? Wenn ich meinen einen Existenzzweck nicht erfüllen kann. Shinux. Der Zweifel ihres Partners nagte auch an Bulbi. Endlich siehst du es ein. Du wurdest nur als Spielzeug eines wahnsinnigen Puppenspielers geschaffen. Du warst nie zu irgendetwas gut. Und nun siehst du, dass auch der Spross der Dunkelheit mir nichts anhaben kann. Doch. Ein gespenstischer Nebel füllte auf einmal den gesamten Raum. Was ist das? Ist das eine Attacke? Wenn ja, warum kann ich nicht? Bevor der dunkle Kaiser ausgesprochen hatte, schossen Strahlen aus dem Nebel hervor, geformt wie Drachenköpfe. Und trotz seiner Versuche schien der dunkle Magier sie nicht stoppen zu können. Und als der Nebel sich nach den Angriffen langsam verzog, erkannten wir, wer sich nun einschaltete. Eevee. Weiter im Hintergrund trafen auch Spark und Seong ein, die sich schnell daran machten, dem verwundeten Shinux zu helfen. Du, Elementarer, was tust du an diesem Ort? Hast du nicht aus der Schlacht in der Menschenwelt gelernt? Dank dir beherrsche ich nun Hoffnungsstrahl, deinen mächtigsten Angriff. Reicht dir das nicht? Du siehst es doch selber, dunkle Macht. Wenn du dich so sicher fühlst, warum hast du meinen Angriff gerade nicht abgeblockt? Die Antwort blieb aus. Du behauptest, dass es keinen Spross der Dunkelheit gäbe, der dich besiegen könnte. Du hast Unrecht. Gerade als ich dich so reden gehört habe, gesehen habe, was dich stark macht. Ich habe es endlich realisiert. Ich wusste immer, ich bin aus einem bestimmten Grund geboren worden, wie ich bin. Und jetzt ergibt es Sinn. Überlege einmal. Meine Urgroßmutter Fate. Sie ist eine Mischung der ersten Latias und des Schattendämonen. Also bin ich ein Spross der Dunkelheit. Und mein Erbe des Drachen. Ich bin geboren, um dich zu besiegen. Der dunkle Magier versuchte offensichtlich, seine wahren Gedanken zu verbergen. Doch durch seine Fassade schien Unsicherheit. Schwachsinn! Ich bin unvergänglich! Wieso solltest gerade du Teil einer derartigen Prophezeiung sein? Du kennst die Antwort selber. Meine gesamte Blutlinie existiert nur, da Fate geschaffen wurde, um die Finsternis zu zerstören. Und auch für mich gilt dasselbe. Kein Angriff dieser Welt kann dich verwunden. Aber die Kraft der Drachenblutlinie ist nicht irdisch. Sie drehte sich kurz zu uns. Bleibt ihr zurück, ich schaffe das schon. Wir alle durften bereits feststellen, dass wir ohnehin nichts gegen diesen Feind ausrichten konnten. Also blieb uns nichts anderes übrig, als auf Eevees Kraft zu vertrauen. In der Zeit wandte sich Latias bereits an Spark. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr eure Erinnerung auch zurück? Zunächst wirkte er verwirrt. Zurück? Wir drei hatten unsere Erinnerung nie verloren. Ihr etwa schon? Das erklärt einiges, aber nein. Wir alle drei haben uns in unserer alten Heimat wiedergefunden und wollten so schnell wie möglich wieder hierher reisen. Allerdings hat das Portal auf dem Waldkontinent nicht funktioniert und wir mussten durch die dunkle Welt reisen. Und als wir dann endlich hier waren, hat Eevee anscheinend die Wahrheit über ihre Kräfte entdeckt. Aber machst du dir keine Sorgen um sie? Du weißt doch, wie mächtig der dunkle Magier ist. Kurz blickte er auf das Kampffeld. Nein, ich mache mir keine Sorgen. Denn ich weiß auch, wie stark Eevee ist. Und ihre Angriffe schaden dem dunklen Magier. Ich bezweifle, dass dieser Gegner überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Eevee gewinnt diesen Kampf. Da bin ich mir sicher. Sein Optimismus schien völlig begründet. Auf der Kampffläche schien die dunkle Kraft jegliche Kontrolle verloren zu haben. Aber was wird aus Floink? Er war endlich wieder bei uns, als das Amulett ihn übernommen hat und... Eevee schien unserem Dialog ebenfalls zuzuhören. Floink ist wieder der Alte und nur dieses Amulett macht Probleme? Sag das doch gleich, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wieder erschien der Nebel auf der Kampffläche. Panisch versuchte der dunkle Magier, sich dieses Mal vor den Strahlen zu schützen, die er so erwartete. Doch genau das wollte Eevee. Denn während er auf den Nebel achtete, stürzte Eevee sich auf ihn.
Doch dieses Mal zielte sie nicht auf Floink, sondern auf das Amulett.